Du Sohn. Life goes by, you got no time to run. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe. Letzte NXT-Ausgabe vor SummerSlam. Dean Ambrose gegen Bo Dallas. Ich würde mal sagen, los geht's, damit wir hier keine Zeit verschwenden. So wie beim letzten Mal, wo wir 25 Minuten gebraucht haben, bis die Episode vorbei war. Beziehungsweise bis eine Entscheidung gefallen ist. Kurz bevor ich gesagt hätte, nee, jetzt mache ich das Match aus, kam dann doch letztendlich noch der Pinfall von Baron Corbin. Falls ihr die Episode nicht gesehen habt, dann schaut einfach mal vorbei. Sorry für den Spoiler, ne? Aber sollte klar gehen. Wir spielen Dean Ambrose natürlich wieder. Bo Dallas ist unser Gegner. Und Dean Ambrose bekommt ja dann bei SummerSlam die Möglichkeit, die IC Championship zu erlangen. Nicht vergessen, wir spielen Ambrose. So. Irgendeiner hatte gefragt, welchen Core ich dafür rausgenommen habe, damit ich das Ambrose-Teil nehmen konnte. Ich hatte tatsächlich nur einen Core-Slot frei, der nicht im Universe-Modus war. Und deswegen konnte ich den dafür nutzen. Ansonsten weiß ich nicht, was ich dafür nutzen werde, was ich da machen werde. So, dann machen wir mal hier weiter. Ich spiele natürlich wieder Ambrose heute alleine. Ihr kennt das Ganze, ich habe ja dafür gewotet, dass ich mit Ambrose spielen werde. Auf Ultra-Legendär. Und dann legen wir mal los und hoffe ich einfach mal, dass ich mit guten Momentum... warte mal, eine Cutscene? Kane kommt da rein! Was soll das denn? Was? Wieso Kane? Wieso Kane? Der ist doch gar nicht bei NXT, oder doch? Hä? Was will Kane denn hier? Was geht denn... Hä, ich hab doch nicht Kane rüber gedraftet, oder was? Aber immerhin haben wir mal ein bisschen Action. So, Bo siegt via DQ eigentlich. Aber der Ringrichter hat es natürlich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber halt wegen so einem kleinen Vorteil. Dadurch, dass ich jetzt mit Ambrose spiele, soll mir recht sein. Cool. Ohne die doofen Realitäten bekommen wir anscheinend auch mal Cutscene. So. Okay. Director of Operations, ne? Wenn man so möchte. Aber auch der Tier ist, weiß ich nicht so ganz. Okay. Bam! Zu Blässe. Nein. Aber warum hat er denn mehr Momentum? Jetzt habe ich mehr Momentum. Macht da mal eine coole Diving-Aktion, eine coole Grapple-Aktion. Weiß man nicht so, ne? So. Und ich sagte noch, dass die Storylines schlecht sind. Ja, der Kollege von der letzten Episode, Anton. Mal sehen, ob sich hieraus irgendwie eine Storyline entwickelt. Und dann können wir einfach mal nach der Episode gucken, mit wem Kane denn befeindet ist. Ob mit Dallas oder mit Ambrose. Ich schätze mal eher Ambrose, was? Muss ja Dallas sein. So, warten wir ein bisschen. Stamina, Franz Stamina. Kommt er mir entgegen? Fuck, Timing überhaupt nicht hingekriegt. Jetzt aber. Geht doch, nice. Power-Up incoming. Bam. So. Und dann geht's hier weiter. Ah, schön daneben. Schön daneben. Nein. So, wir sind bei 75%. Wäre cool, würde der erste Finisher direkt abgehen, ne? Würde der erste Finisher direkt durchgehen. Das würde ich sehr begrüßenswert finden. Mhm. Okay, der ist 66, ich 85. Nein. Hör auf jetzt hier. Mhm. 89. Aber er hat keine Stamina. Das ist sein Schwachpunkt, ne? Oh Gott. Er hat 95, ey. Nur weil er alles kontert. Die Counter Machine Dallas hier. Hör auf! Wer hat dir das erlaubt? Ich denke, ich nicht. Nein. 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 So, 94% immer noch, wir. Er hat keine Stamina. Ich möchte gerne eine Aktion ausführen, wie zum Beispiel einen Suplex. Ja, zum Glück muss ich mich jetzt nicht dreimal drehen. So, ich sag nur Challenge, ne? So, dann würde ich einfach mal behaupten, wenn alles gut geht, zeigen wir Rebound Lariat. Dann darf ich ihn einmal da in die Seile packen. Sind orange. Fliegt das Ding hier echt noch? Wer hat ihm das erlaubt? So, kein Lust mehr. Cover! Mist! er hat einen fucking Finisher! Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, hä? Ja, klar, geh fürs Cover. Genug Sale, sowas von. So,
Stamina hätte ich gerne noch ein bisschen, deswegen mache ich da erstmal noch keine Aktion. Aber er lernt es auch einfach nicht, ne? Der gute Bo Dallas. Und macht immer weiter Aktionen und sammelt keine Stamina oder sonst was. So, pass auf. Ring of Stretch, it's incoming. Geht er durch? Fass es nicht. So, Button Mash. Oh, via Regal Stretch gewinnen wir das Ding. Ich fass es nicht. Nice. Tap. Du. Sohn. Guck mal. Okay. Oh, das war schon das Replay. Ich hab einmal bloß einmal geskippt. So, warte mal. Was will Sergeant Slaughter denn hier? Der ist bloß ein Platzhalter im NXT-Roster. Verdammte Scheiße. Du bist nur ein verdammter Platzhalter. Damit ich, weil ich irgendeinen NXT-Champion einstellen musste. Aber ist egal, sag jetzt laut. Der NXT-Titel ist immer noch vakant. Das kläre mir doch erst. Was ist das denn für eine Cutscene-Ausgabe heute? Der zeigt dir mal eine Platzhalter. Ah, schön. So, gucken wir mal eben, mit wem Kane hier befeindet ist. Was soll denn das? Warum Kane? Beziehungen. Bo Dallas tatsächlich als Feind. Aber habe ich den im Roster? Nein, oder? Nein, habe ich nicht im Roster. Kommt trotzdem einfach vorbei. Hey Leute, sagt er sich. Ja, wenn das so ist. Ja gut, Freunde, warte mal, und Sergeant Slaughter? Warte, warum ist Sergeant Slaughter? Okay. Plus M plus King Slaughter. Oh Gott, das war mit Sergeant Slaughter. Der ist bloß ein verdammter Platzhalter. Der hat nur Ambrose als Feind. Tut mir leid, den packe ich jetzt raus. Ich kann ihn gar nicht rauspacken, oder was? Kann ich ihn nicht löschen? Nee. Na, ist egal. Gut. Mal sehen, was wir denn machen. Gut, Freunde, das war's dann auch schon mit dieser Ausgabe. Wir sehen uns dann morgen wieder bei SmackDown, der letzten Universe-Folge vor SummerSlam. Und da bekommen wir so einige Matches serviert. Ja. NXT-Title, WWE-Championship-Match und so weiter. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr bleibt auf weiterhin gut unterhalten. Nicht vergessen, Daumen hoch zu geben, Adblock auszuschalten. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt, schon heute, wenn ihr Teil der Hashtag Superfriends seid. Link ganz oben in der Videobeschreibung und erfahrt ihr, wie das geht. Euer Fans, euer Zock, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.